Ü50. Ü50 heißt über 50, ne? Das ist eine bestimmte Altersgruppe von Menschen, die schon 50 Jahre gelebt haben und älter sind als das. Und ich bin sogar schon Ü70. Ü75 sogar. Ja, und ich habe gedacht, es ist doch mal spannend zu gucken, ob es Menschen gibt, ältere Menschen, die Lust haben, sich zu verbinden, die Lust haben, über das Älterwerden sich auszutauschen, wie es ihnen damit geht. Ich gehöre, würde ich sagen, zu der lebendigen Art von Menschen, die ich habe meine Neugierde nicht verloren, ich lerne immer noch, ich arbeite auch immer noch, ich bin unterwegs, ich habe Kontakte, ich fühle mich spritzig. Und irgendwie, ich kann mich noch verlieben. Ich fühle mich nicht wie eine Rentnerin, obwohl ich eine an sich bin. Aber natürlich, ne? Und natürlich habe ich alle möglichen Krankheiten und Altersbeschwerden, nehme die aber nicht so ernst, dass sie mein Leben bestimmen und ich jetzt nur noch meine Zeit in Wartezimmern von Ärzten verbringe. Und ich spreche dich jetzt an, falls du auch so jemand bist, der sich überhaupt nicht alt fühlt, obwohl er jahresmäßig schon sehr, sehr viel erlebt hat und sehr viel Lebensweisheit natürlich auch gesammelt hat und möchtest dich austauschen mit Gleichgesinnten. Mir schwebt sowas vor, vielleicht eine Facebook-Gruppe aufzumachen oder sowas, um sich mal auszutauschen. Und deswegen spreche ich dich jetzt an. Du, die da sitzt oder du, der da sitzt und diese meine Sprache und meinen Text jetzt hier hört, falls du dich angesprochen fühlst und Lust darauf hättest, und mir geht es erstmal nur um einen Austausch, um ein Miteinander reden, um Teilen miteinander und ja, um erstmal geht es mir darum rauszufinden, gibt es überhaupt das Interesse? Ich kann mir das vorstellen. Also mich haben ein paar Menschen darauf aufmerksam gemacht und haben gesagt, mach doch mal sowas in die Richtung. Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Menschen, die freuen sich, wenn es so eine Gruppe gäbe. Und die würden sich gerne austauschen. Und dann kann sich ja alles Mögliche daraus entwickeln. Wer weiß was. Also, sollte dich das jetzt wirklich interessieren, ernsthaft oder auch nicht ernsthaft, sondern rein spielerisch sich das mal anzugucken, dann schreib mir bitte, das ist ja ein YouTube, was ich jetzt hier mache. Ich habe das auf Instagram gestern schon mal so ein bisschen erzählt, aber auf YouTube ist es natürlich ausführlicher. Da kann ich das länger erklären, was ich meine. Und dann schreib mir doch bitte auf das YouTube einen Kommentar und schreib mir, wenn du sowas machst, wäre ich gerne dabei. Das interessiert mich. Da hätte ich Lust drauf. Also ein Satz reicht. Du kannst auch gerne mehr schreiben. Und auch. Spricht es dich an? Spricht dich das Thema an? Hast du Lust, dich mit anderen auszutauschen? Ich glaube, dass viele Menschen in diesem Alter, die jetzt zum Beispiel nicht dauernd in ihrer Familie sind oder wo die Kinder in Amerika wohnen oder was weiß ich, eher auf der Suche sind und auch nicht wissen, wo sie sich austauschen könnten. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir eine wichtige Altersgruppe sind. Die Menschen werden immer älter. Es ist einfach. Und wir haben Lebenserfahrung und sich darüber auszutauschen und sich gegenseitig zu bereichern, das wäre doch eine gute Sache, oder? Finde ich. Ich bin ja mal gespannt, wer mir schreibt, was ihr mir schreibt und ob ihr mir schreibt. Zu dem Thema noch ganz kurz dazu. Ich habe mit 70 ein Buch geschrieben und das geht genau übers Alter, übers Älterwerden. Und das Buch habe ich unter dem Pseudonym geschrieben, also mein Deckname war Lucia Cambia und das kannst du auf Amazon bekommen oder auch in der Buchhandlung und das heißt der Umzug. Und natürlich geht es dabei, es ist nicht einfach der Umzug von Wohnung zu Wohnung, sondern es geht darum, in eine neue Altersklasse umzuziehen. Ich habe das Buch nämlich geschrieben aufgrund meines 70. Geburtstags und jetzt bin ich 75 und wie du siehst, immer noch ziemlich lustig und jung. Ja, auch das werde ich dir verlinken unter dem YouTube. Ich freue mich sehr über
deiner Reaktion. Ich freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und ich freue mich auch, wenn du vielleicht Lust hast, mein Buch zu lesen. Ganz liebe Grüße, bin gespannt.